Aloha, ich grüße euch hier von meinem Basteltisch. Ich habe heute schon ordentlich gewerkelt, wollte aber gerne auch noch ein Video abdrehen und dann fiel mir ja ein, ich habe euch ja versprochen, die türkische Faltung. Ja, ich zeige euch mal, so viel habe ich noch nicht damit gemacht. Das sind die drei einzigen, die ich gemacht habe. Und zwar, ich falte es jetzt einfach mal auf. So, da ist nichts drin. Ihr könnt das bestempeln, bemalen, mit Designpapier noch auskleiden, Sprüche rein, einen Gruß rein, vielleicht noch ein kleines Goodiebag reinlegen, ne? Vielleicht auch Musterpapier nehmen. So, das ist im gleichen Stil. Im Übrigen war dieses Papier, Entschuldigung, war mit bei dem Papier, was ich bei Amazon bestellt habe, Tatmotive. Und zwar ganz schönes glattes Papier. Ich weiß gar nicht die Grammatur im Moment. Und das war so dabei, fand ich cool. Also das Papier ist eigentlich weiß, aber das hier waren zwei Bögen dabei. Total cool. So, ja, dasselbe in Grün. Wie gesagt, ich habe es blanko gelassen, weil ich noch nicht weiß, wer Empfänger sein wird. So, und einmal wieder im Niedlich-Stil. Und so, auch wieder blanko. Ihr könnt da, ja, wie gesagt, reinmachen, was ihr möchtet. Ich finde das halt richtig raffiniert. Und ihr könnt wieder alle Stile machen, die ihr möchtet. Die Idee ist natürlich nicht von mir. Die habe ich von Treasure Books. Den Kanal verlinke ich euch. Englischsprachig. Die macht noch mehr dolle Sachen damit. Die reiht ganz viele aneinander, dass man das quasi hier so. Ne? Müsst ihr mal gucken. Die nimmt das eine Seite. Wie soll ich das beschreiben? Wenn ich jetzt hier keinen Umschlag drum hätte, dann tut die das im Junk Journal hier so an eine Seite zum Aufklappen für Text. Wirklich total interessant. Müsst ihr mal gucken. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Und so habe ich das getan und gebe das in der einfachen Variante erstmal an euch weiter. Ihr braucht, ja, quadratisches Papier und nicht zu dünn. Das ist vielleicht auch noch wichtig, damit auch das hier schön, ne, aufgeht. Die Größe ist eigentlich egal. Ne? Okay, die sind jetzt soweit alle gleich. Das war 21 mal 21, weil ich ein DIN A4-Blatt dazu genommen habe und mir das dann halt zurechtgeschnitten habe als Quadrat. Ihr könnt kleiner, ihr könnt größer, ihr könnt einen 30 mal 30 Block nehmen. Das ist total egal, wie ihr das mögt. Ich glaube, jetzt nehmen wir mal ein schwarzes Stück Papier und machen das mal so ein bisschen auf Vintage. Das hole ich mir mal schnell. So, das Papier habe ich mir hier aus dem Action-Block genommen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so dick, aber doch ein bisschen fester wie normales. Wir probieren das mal. Auch wieder 21 mal 21, weil es muss quadratisch sein. So, wenn ihr jetzt ein Muster habt, also doppelseitiges Papier, legt ihr die bedruckte Seite, also ich zeige es euch mal hier dran, ne, das ist ja hier weiß, hier rosa. Wenn das jetzt auch quadratisch wäre, würde ich mir das so rumlegen. Ne, das ist wichtig, wenn ihr ein Muster habt, was ihr sehen wollt oder was halt. Ja, was ihr sehen wollt. So. So, jetzt falten wir uns das einmal in der Hälfte. Einmal in der Hälfte falten. Dann klappen wir es auf und legen die eine Spitze zu uns und knicken Spitze auf Spitze. Ist klar, dass der Hund jetzt bellen muss, ne? Und knicken das auch. So. Und klappen das wieder auf. Drehen das einmal. Jetzt habe ich die Mittellinie geknickt und hier einmal, was wir gerade geknickt haben. Und das Ganze machen wir mit der anderen Spitze auch. Spitze auf Spitze. Und einmal knicken oder falzen.
könnt auch mit dem Falzbein das nachziehen. So, jetzt legen wir uns das so hin, dass die Mittellinie, na, ihr seht hier die geknickte Linie, zu uns läuft. So, und ihr seht schon, wie das hier eigentlich schon selbst in diese Position möchte. Ja, da ist ja der Knick drin. Ihr könnt es natürlich auch andersrum, ist eigentlich egal. So. Na, ich mache es nochmal. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn die so läuft, also waagerecht. So, geht es noch einfacher. Na, wenn ihr das hier so ein bisschen, dann sieht man schon, in welche Position das möchte. Und dann habe ich ein Dreieck. So, habe ich das Dreieck. So, jetzt nehme ich mir eine Spitze. Na, die anderen drei sind noch da. Also nicht, dass ich das komplett nehme, sondern eine Spitze. Und falte mir die in die Hälfte. Die Hälfte kann ich ja sehen. Hier ist ja die Mitte. Ich hoffe, das könnt ihr sehen, ne, wo die beiden hier zusammenstoßen hier. Da ist die Mitte. Da falte ich mir jetzt, muss man ein bisschen gucken, wo das genau ist, eine Ecke hin. So. Die andere falte ich mir auch dahin. Drehe ich mir das Ganze um und mache das andere mit den Ecken auch. Guck, dass es ordentlich gefalten ist und auch ordentlich nachfalzen, notfalls mit Falzbein. So, so müsste euer Teil jetzt aussehen. Machen wir das mal vorsichtig auseinander. Allerdings hier so eine Ecke erstmal. So, jetzt habt ihr diese Ecke hier und die. Das machen wir mit jeder Ecke. Nehmt ihr, drückt die so ein bisschen hier rein. Ihr habt ja hier überall die Falzlinien. Und macht die nach innen. Weg ist sie. Das nächste. Und hier auch wieder. Schön nach innen falten. Aufmachen. Schön vorsichtig. Es geht eigentlich ganz einfach. So. Nach innen. Und hier. Und nach innen. So, das war die ganze Hexerei. Jetzt ist diese Faltung schon fertig. Wenn ihr es verzieren möchtet, irgendwas reinkleben möchtet, bestempeln möchtet, ist jetzt die Zeit dafür. Ihr könnt es auch später machen, aber dann wird es umso schwieriger. So, jetzt könnt ihr natürlich ganz viele aneinander rein. Müsst ihr, wie gesagt, in einem anderen Video mal reinschauen, was ich euch verlinke. Oder ihr macht jetzt einen Umschlag daraus. Oder dafür, nicht daraus. So, das ist ja so, was haben wir? 10,5. Ich würde dann 10,7 hier nehmen und hier in der Länge ein Ideechen mehr. Ich muss ja hier die Spitze. Da, dann würde ich auch ja, 10,7, 10,8. Also 10,7, 10,8. So in dem Tenor. Jetzt gucke ich mal, was möchte ich da für Papier nehmen. Ich glaube, das reicht nicht. Ich nehme Kraftpapier. Und zwar gucken wir mal, ob das in dem Block
auch noch drin ist. Das ist mir aber zu dünn. Das ist mir definitiv zu dünn. Ich hole mal anderes. So, Kraftpapier gefunden. Das ist jetzt ja, 21,7 und halt diese 10,7 breit. 21,7 mal 10,7. Das müsst ihr aber gucken. Auch wie dick das Papier ist, variiert halt ein bisschen. Jetzt gucken wir mal. Ne, das passt perfekt. Ich würde nur vorne so ein Müh lassen. Und jetzt mal gucken, mir jetzt die Falzung anzeichnen. So. Das wäre ungefähr ja, 10,7. Also es müsste ja quasi in der Mitte sein. Testen wir aber, indem wir das falzen. Und dann können wir notfalls nacharbeiten und ein bisschen schneiden. So, einmal gefalzt. Gucken wir mal, wie das aussieht. So, hier steht ein Tick ab, das schneide ich mir, aber das muss bei euch ja nicht sein, wenn ihr gerade geschnitten habt und alles. Das hier war ja ganz günstiges Kraftpapier. Es ist ganz schwierig in der Verarbeitung. Aber mal um so Sachen auszuprobieren, ist das eigentlich recht gut. Ne? Dass man nicht das teure. So. So passt das schön da rein. Jetzt suche ich mal gerade ein Band aus und da habe ich auch schon eins im Auge. Oder eher gesagt zwei. Wir gucken mal, was passt. Das oder das. Ich würde sagen, das passt. Sehr schön. So. Ihr könnt mit doppelseitigem Klebeband arbeiten. Ich mache jetzt hier nur so ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Den Rest mache ich mit einem Prittstift. Aber wenn es bei euch richtig halten soll, ich habe zwar das eine, dieses Hello Kitty Ding auch mit einem Prittstift gemacht. Also ich habe noch keine Langzeiterfahrung. Deswegen möchte ich das jetzt gerne mal testen. Ja, ich hätte es ja auch so rum machen können. Ne? Dämmlack. So. Abpimmeln. So, ist ja eigentlich egal. So. Nehme ich mir meinen Klebestick. Überall schön Kleber drauf. Natürlich Klebeknubbel, klar. Ne? Bah. So. Jetzt packe ich mir das einmal hier so fest. Hier ist auch noch ein Klebi. Ungefähr, dass es überall gleich vom Abstand ist. Drauf. Aber hier das Klebeding ab. Wie viel brauchen wir? So. Ich hoffe, das reicht zum Zubinden. Denke. So, drauf machen
auch noch ein Schüsschen Kleber. Vielleicht sollte ich auch nicht ganz so fest aufdrücken, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee mit dem Brittkleber war. Nehmt bitte doppelseitiges Klebeband. Besser ist das. So. Wie gesagt, ist natürlich jetzt noch nicht dekoriert. Wie kann ich ihn Schleifchen binden. Dann ist es zu. Ja, auf die Schnelle mal, ne? Ruhig, brauner. So. Machen wir wieder ein bisschen geizig mit dem Band. Egal. Passt trotzdem. Und dann kann ich das hier so. Ich finde es mega für alle Gelegenheiten. Ich weiß noch nicht, wofür ich es nutze. Aber wenn man mal die auf Vorrat hat, dann eine schnelle Geburtstagskarte. Hier vorne irgendwas drauf, drin ein bisschen was dekorieren. Hier würde wahrscheinlich auch eine Scheckkarte reinpassen, also eine Gutscheinkarte. Happy Birthday Stempel. Ja, sehr schön. Also gefällt mir richtig gut. Vor allem ist es, sieht kompliziert aus, ist überhaupt nicht kompliziert. Sowas liebe ich ja sowieso. Wo habe ich jetzt die anderen? Hier. Na, das sind ja die von eben. Und dann einmal ein bisschen verspielter. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr könnt es nachbasteln. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.